Finde das Lager der Banditen, so heißt jetzt die aktuelle Quest. Ich werde es als Quest 2 markieren. Im Hintergrund sieht man das erste Mal die großen Pyramiden. Und ich denke mal, das wird einfach eine actionreiche Quest und deswegen gleich mal diese Aufnahme gestartet. So, das war schon. Nein, ich werde wahrscheinlich doch mit denen kämpfen müssen, oder? Ja. Ich habe noch nicht ganz verstanden, ab wann... Ah, okay. Dieser Automodus für das Zielen losgeht. Sie versuchen gerade alle auf ihre Pferde zu kommen. Oha. Also sie sind genauso wie ich schon dahinter gekommen, dass es... Okay. Dass es scheinbar besser ist, vom Tier aus zu kämpfen. Es geht ziemlich schnell, man ist sehr wendig und ich habe auch gar keinen Bock, in so ein Lager reinzulaufen, ohne wieder rauszukommen. Oder rauskommen zu können. Schauen wir doch mal. Sieht das da geil aus. So, mir wird selber gerade ein bisschen schwindelig. Das war's etwa schon? Nein, da sind noch drei Leute. Puh, sie scheinen mich zu umkreisen. Nein, es sind Waren, oder wie? Ja, es sind Waren, die ich hier jetzt einzusammeln habe. Ach du Scheiße. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das bekommt mir nicht so gut, das Feuer. Macht aber auch nichts. Unsere Energie lädt sich immer wieder auf. Oh, das Kamel sieht ja auch ganz schön heavy mitgenommen aus. Das ist das Öl. Ich denke mal, ich sollte das Ganze eigentlich in Brand schießen. Aber ich habe keine Pfeile mehr, also ziehen wir das durch. Genau auf diese Art. Schade, ich dachte, ich könnte noch ein bisschen was in Brand stecken. Hier muss ich sogar mal absteigen. Oh nein, brauche ich nicht. Verdammt nochmal. Okay, okay, okay. Hupsala. Na gut. Na, das sieht doch gut aus. Nutzen wir mal Bayek's Feuer. Das finde ich sehr schön, das macht Spaß. Ja. So macht das ein richtiger Mann. Das bisschen hier auch noch. Und das kleine Lager steht in Flammen. Kann man das hier auch noch anfackeln? So, warum sind wir hier? Genau, auf dem Markt wurden gefälschte Sachen verkauft. Genauer genommen gefälschte religiöse Antiquitäten, Reliquien, gefälschte Katzen im Endeffekt. Und ja, nachdem er mich eben gerade schon versucht hat, in einen Hinterhalt zu locken, beziehungsweise man hat mich auch in den Hinterhalt gelockt, aber das hat mir natürlich nichts ausgemacht, hat der kleine Verräter mir erzählt, wo ich hin muss. Und da bin ich jetzt. Oh, da ist noch was. So. Jo, und ich würde sagen, wenn hier jetzt nichts mehr... Oh komm, kriegen wir den, kriegen wir den? Ja! Nein, oder doch? Oh, wir haben auf jeden Fall Beef mit ihm. Verdammt nochmal. Zenu, hilf mir! Komm schon, komm schon. Komm, komm, komm. Was? Okay, das war... Belassen wir es dabei. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme.